Wir haben hier im Donauzentrum heute die Driving Days von OE24. Wir sind das vierte Mal in diesem Jahr jetzt schon im Westfield Donauzentrum und wir sind wieder mit 5 Autopartnern hier mit dabei. Wir haben Opel und Beischlag mit dabei, Auto Wien Mitte mit dabei, MVC Motors, dann das Autohaus Kandl und Auto Stahl ist mit dabei. Und ja, wir sind bummvoll mit 25 Autos hier im Donauzentrum. Ja, auch die Firma Kandl ist bei den Driving Days vertreten. Was ist denn das Besondere an diesem Projekt? Das Besondere für uns ist es, nachdem die Leute immer mehr in die Online-Welt vertiefen, dass wir hier mit unseren eventuell potenziellen Kunden näher aneinander kommen können, dass viele Fragen gestellt werden. Die Menschen haben immer weniger Zeit, in die Showräume zu kommen und hier treffen wir unsere Kunden in unserer Umgebung und das finde ich toll. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass man auch sieht, dass für den Kunden auch in einem Einkaufszentrum die Mobilität sehr wichtig ist. Verkäufe finden ja meist digital heutzutage statt. Hat so ein analoger Verkauf eigentlich noch Berechtigung? Ja, die Welt wird digitaler. Ich glaube, da ist auch unsere Branche, die Autobranche, nicht ausgenommen. Aber man muss sagen, Auto ist natürlich nach wie vor ein Produkt, das mit einem haptischen Erlebnis verbunden ist. Das heißt, die Leute möchten sich reinsetzen, möchten greifen, möchten die Farbe sehen. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir wirklich daran glauben, dass das heute nach wie vor seine Berechtigung hat. Mehr denn je, je digital alles wird, desto mehr haben die Menschen auch Bedürfnis wirklich nach echten Erlebnissen. Also wir sind heute mit 4 Fahrzeugen da, mit einem Citroën, mit einem Kia, SsangYong und einem Suzuki. Wir sind heute mit 5 Fahrzeugen hier vertreten, 3 Fahrzeuge der Marke Toyota und 2 Fahrzeuge der Marke Lexus. Und welche Autos genau sind das? Das wäre einmal der Toyota Yaris Cross und der Toyota CHR. Bei der Marke Lexus wären das der Lexus LBX und der Lexus NX. Wir sind hier auf der Arena Plaza mit 8 verschiedenen Modellen vertreten, und zwar der Marken Ford, Honda, Mazda und Kia. Eine Auswahl unserer Produkte. Wir sind heute hier mit 4 Fahrzeugen vertreten. Und welche Autos sind das denn genau? Ein Seat Kombi, ein Kleinwagen, ein Kia Picanto, ein Mittelkleinwagen, ein Kia Stonic und hier haben wir unser Flaggschiff, den Kia Sorento. Welches von den Autos, die Sie ausstellen, würden Sie denn als Highlight bezeichnen? Ja, naja, natürlich ist es immer im Auge des Betrachters, was besonders ist. Aber ich freue mich sehr, dass wir vor allem mit der Marke Ford hier 2 ganz neue Produkte haben. Einerseits den neuen voll elektrischen Ford Explorer. Und wir können auch sagen, wir feiern hier eigentlich eine Österreich-Premiere, weil der ganz, ganz neue Ford Capri wird hier bei uns ausgestellt. Gibt es jetzt auch nur mehr voll elektrisch und ist wirklich ein Hingucker, kann man sagen. Also wir haben heute vom altmodisch-klassischen Verbrenner über einen Hybrid bis zu einem vollelektrischen hier ausgestellt. Also jetzt von unserer Seite wäre der Taurus EVX, rein elektrisch, fährt bis zu 500 Kilometer, super preisattraktiv in der Klasse, bietet viel Platz. Highlights sind alle Fahrzeuge für uns. Wo aber die Nachfrage bzw. das Interesse sehr, sehr hoch ist, ist beim Yaris Cross und dem Toyota CHR. Aber auch bei der Marke Lexus, beim Lexus LBX. Das Highlight ist eigentlich der Kia Picanto, weil der neu ist. Und auch der Kia Sorento, ganz neu am Markt. Ja, auch Sie sind Besucher der Driving Days. Was gefällt Ihnen denn am Konzept? Einige Worte zum Projekt? Naja, die Driving Days, die von OE24TV, da alle 3 Monate, glaube ich, hat es inzwischen schon hier im Westfield Donauzentrum. Da sieht man die neuen Autos, da sieht man neue Fahrzeuge. Ich glaube, da ist man ziemlich nah dran an neuen Gefährten. Ja, und ich bin überzeugt davon, ja, das ist sehr gut für diejenigen, die sich überlegen, ein neues Auto zu kaufen. Das können Sie hier im Westfield Donauzentrum machen. Erhoffen Sie sich auch gewisse wirtschaftliche Impulse fürs Donauzentrum? Nein, ich denke, wenn hier Aussteller im Donauzentrum, wenn sie ihre Produkte präsentieren können, ist das sicher für die Aussteller ein Vorteil, aber natürlich auch für das Westfield Donauzentrum. Und wenn das Donauzentrum floriert, dann ist das gut für die Wirtschaft in der Donaustadt, in Wien und auf alle Fälle für den Bezirk. Wer möchte, kann gerne gleich hier abschließen, habe ich gar nichts dagegen. Rausfahren jetzt gerade nicht, da hätte das Donauzentrum was dagegen. Nein, also wir versuchen einfach eine kleine Bandbreite zu zeigen. Wir sind natürlich hier mit unseren Experten der einzelnen Marken, das heißt, wir können hier auch wirklich Fachfragen beantworten. Wer möchte, kann gerne auch hier schon eine Probefahrt ausmachen und ja, vielleicht bald schon stolzer Besitzer oder Besitzerin eines tollen neuen Autos sein. Wie sehen Sie denn generell die Zukunft des Automobils? Können Sie uns ein paar Trends verraten schon? Zukunft ist die Zukunft, das ist schwierig zu sagen, aber aus heutiger Sicht führt an der E-Mobilität keinen Weg vorbei. Also scheint so, als muss man auf den Zug aufspringen und da ist besser früher als später.
Na, der Verkehr der Zukunft ist sicherlich der öffentliche Verkehr. Aber wenn es bei der privaten Mobilität geht, dann ist es sicher bei E-Mobilität. Ich selbst habe seit vielen Jahren ein E-Auto und ich bin überzeugt davon, dass sich diese Form durchsetzen wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die EU hat es uns vorgegeben, die Zukunft wird elektrisch. Es wird allerdings sicher natürlich noch eine gewisse Zeit dauern, bis sich das nach und nach ausgerollt hat und auch, glaube ich, ein bisschen das Vertrauen in der Konsumentenschaft in dieses Thema wächst. Aber wie gesagt, bis dahin, es gibt nach wie vor Verbrenner, es gibt schon tolle Hybridmodelle, Plug-in-Hybridmodelle. Also ich glaube, es findet wirklich jeder den Antrieb, der für seine oder ihre Nutzung einfach gerade am besten auch passt. Wie geht es denn in Zukunft mit den Driving Days weiter? Sind schon weitere Kooperationen geplant? Also nachdem wir jetzt erfolgreich, ich glaube, bitte mich nicht festzunageln, ins dritte Jahr gehen, die 12. Driving Days gefühlt plus minus, wollen wir definitiv weitermachen. Wir überlegen natürlich auch, ein bisschen am Konzept zu schrauben, es noch spannender zu machen für die Zukunft. Vielleicht ein bisschen Kunstaspekt, Autos ist ja immer auch Design und Erleben, damit hineinzubringen. Und wir sind gerade dabei, an den Plänen 2025 und an den Terminen zu schrauben. www.drivingdays.at, da kann man dann die nächsten aktuellen Termine finden.